Hallöchen, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Wir schauen uns an Köln Haferkissen Zimt. Ich sag nur, oh yeah. Die waren in der Degusta-Box drin und eure Kommentare haben gesagt, teste das doch bitte, Darius. Ich sage, yo, das mache ich gerne. Sie machen mich auch an. Ich hätte sowieso getestet, selbst wenn ihr gesagt hättet, hör auf damit, du Penner. Ich teste es auf jeden Fall und zwar jetzt sofort. Köln Haferkissen Zimt. Könnte sehr interessant werden. Wie schlagen sie sich gegen Zinnimini? Ist es vergleichbar? Wir schauen es uns einfach mal an und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, also, ja, das könnte wirklich interessant werden. Es ist nichts mit Füllung. Wenn ihr euch mal hier das Bildchen anschaut, dann seht ihr auch, da oben könnt ihr sehen, dass die wohl so hohl gefüllt sind. Ich muss sagen, ich habe noch nie die Köln Haferkissen probiert. Die gibt es ja auch als normale Haferkissen. Ich kenne sie nicht. Ja, das muss ich euch eingestehen. Wohingegen ich die Köln Haferflockenteste getestet habe im großen Haferflockentest auf meinem YouTube-Kanal. Welche Haferflocken sollte man kaufen? Kann ich euch empfehlen. Ein schönes Video ist das geworden. Hier schauen wir uns jetzt jedenfalls die Dinger mal an. Aus Hafer von Herzen. Heißt es nicht vom Herzen? Jetzt blamiere ich mich hier wahrscheinlich gerade. Ja, von Herzen kann man schon aus. Bestimmt kann man beides sagen. Und wenn nicht, habe ich mich halt blamiert. Was soll's. Unsere Geschichte beginnt vor 200 Jahren. Ein tüchtiger junger Mann namens Peter Köln errichtete am Hafen eine Hafermühle, um die Elmshorner Seefahrer mit Proviant zu versorgen. Ah ja, erstmal Geschichtsstunde mit Köln und Darius. Ein Familienunternehmen sind wir auch heute. Und seit der Gründung haben wir viel Wissen über das besondere Getreide Hafer gesammelt. Mit dieser Erfahrung und einer großen Portion Leidenschaft entstanden allseits beliebte Klassiker wie blütenzarte Kölnflocken, Köln-Schokomüsli oder unsere knusprigen Haferflakes. Hinzu kommen immer wieder neue Kreationen, die Hafergenuss neu definieren. Rhabarber, Rhabarber. Wahrscheinlich haben die meisten jetzt eh schon weitergeklickt und wollen das Essen sehen, aber für die, die dabei sein, lese ich jetzt einfach mal weiter vor. Zum Beispiel Köln Haferkissen Zimt. Sie schmecken herrlich getreidig mit einer leckeren Zimtnote. Ungefüllt und knusprig überzeugen sie mit kalter Milch oder unseren Köln Haferdrink. Habe ich noch nicht mal gesehen. Fast 3 Euro. Heftig. Mit Joghurt oder einfach als purer Snack zum Knabber zwischendurch. Ja, super Sache. Ich würde sagen, wir gucken sie uns jetzt mal genauer an. Beziehungsweise gucken wir mal kurz, was in dieser Packung eigentlich drinsteckt. So, also 66% Vollkorn, das sei vielleicht auch noch zu erwähnen, 275 Gramm sind drin. Als Zutaten haben wir hier Vollkorn, Hafermehl, Zucker, Weizenkleie, Weizenmehl, Gerstenmalzextrakt. Kleie ist übrigens eine gute Ballaststoffquelle. Glukosesirup, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Zimt 0,5%, Backtriebmittel und so weiter, Bourbon-Vanille-Extrakt. Und da muss ich sagen, Hut ab, keine Aromen, wirklich nur richtiger Zimt, sogar Bourbon-Vanille-Extrakt. Keine Aromen, auch bei Vanille. Sehr schön. 380 Kilokalorien pro 100 Gramm, die von 6 Gramm Fett kommen. Wir haben auch Vitamine drin, Eisen, Phosphor, Zink und so weiter. Ist halt auch in Hafer drin und so weiter. Eiweiß haben wir tatsächlich auch 12 Gramm, denn ja, in den Stoffen da oben, also in Hafer und so, ist auch viel Eiweiß drin. Ballaststoffe 12 Gramm, also wirklich ein gutes Powerfood. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, und jetzt wollen wir uns das natürlich wahrscheinlich erstmal genauer anschauen und ihr wollt den ollen Typen nicht mehr quatschen hören, also hole ich mal eben eine Schüssel. So, also, gucken wir mal rein. So. So sehen sie aus. Ups, jetzt fällt mir schon alles daneben. Relativ unspektakulär, da sieht man jetzt auch nicht unbedingt, dass Zimt drin ist. Das wiegt tatsächlich nichts. Die sind ganz hohl, das kann man hier auch, glaube ich, sehen, wenn man jetzt hier mal so drauf drückt. Die zerfallen komplett. Da macht man ein bisschen Milch drauf, am besten natürlich Biomilch, Kuhmilch oder etwas anderes. Die 50 Cent mehr für Biomilch hat man übrigens auch. Die kann ich sehr empfehlen von Rewe, die ist lecker. Und jetzt probieren wir mal und dann, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich hatte ja neulich die Cineminis auch probiert, die gefüllten. Wie hießen sie denn jetzt nochmal? Da oben stehen sie irgendwie. Cineminis, Crunchies oder irgendwie ich kann es nicht lesen, ich habe keinen Bock, den wegzuräumen. Aber die waren recht lecker. Ich glaube, man sollte es auch hiermit nicht vergleichen. Ja? Die Cineminis, die waren gefüllt mit so einer Cremefüllung, die hatten auch mehr Fett, da war viel mehr Zucker drin. Das ist dann wirklich eher so eine, ich sag mal, gesunde Hafermahlzeit mit Zimt. Und ja, man schmeckt, dass es gesünder ist. Die Zimtnote ist deutlich wahrnehmbar, so auf den ersten Bissen.
bzw. Löffel. Es ist nicht ansatzweise so süß wie Cineminis. Sie sind super knusprig. Man hat hier auch wirklich die Hafernote noch mit bei. Und toll. Gerade wie knusprig sie sind. Ich denke, wenn jetzt jemand dahergeht und möchte den ultimativen Zimtkick haben, dann sollte er zu Cineminis gehen, weil die auch, ich weiß nicht, ob auch oben drin sind, aber da ist zumindest ein viel intensiverer Zimtgeschmack bei. Das hier ist dann wirklich erst, wenn man sagt, ich möchte so Haferkissen oder sowas haben und ist auch nichts, was mit Zucker zugebombt ist oder so, was ja grundsätzlich auch okay ist, wenn man das macht. Aber eben angenommen, ihr möchtet das nicht, sondern möchtet ein gesünderes Frühstück haben und möchtet trotzdem eine Zimtnote haben, dann könnt ihr das machen. Mein Hinweis sei aber, macht vielleicht noch ein bisschen irgendwie Zucker drauf oder Honig oder so. Es kann nicht schaden, aber es schmeckt auch so sehr, sehr gut. Es hat eine leicht süßliche Note. Wir können ja hier auch sehen, Zucker, tatsächlich 20 Gramm, krass. Ist doch so viel. Schmeckt gar nicht so extrem süß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass 20... Also man sieht ja, dass Zucker relativ früh schon nach dem Hafer-Vollkornmehl kommt als Zutat. Aber so süß schmecken sie, finde ich, gar nicht. Aber sie schmecken süß, angenehm. Aber es ist eben kein Vergleich zu den Cineminis. Soll es auch gar nicht sein, versteht mich nicht falsch. Ich will dir nicht sagen, die sind schlecht, weil sie nicht schmecken wie Cineminis. Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich denke, viele Leute, die so an so ein, also dieses Produkt sehen, Haferkissen, Zip, die denken auch irgendwo an Cineminis und haben vielleicht die Erwartungshaltung von Cineminis. Die wird hier nicht erfüllt. Das ist gesünder, schmeckt aber dafür auch mehr nach Getreide, schmeckt nicht so künstlich, es schmeckt nicht so penetrant. Im positiven Sinne, ich mag das Penetrante. Aber diese Köln-Haferflocken, Haferkissen-Zimt, so, die sind auch lecker. Und wenn ihr solche Produkte allgemein mögt, dann würde ich sagen, probiert sie gerne mal aus. Knusprig sind sie, lecker sind sie. Auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch einen Kommentar schreiben, was denn so eure liebsten Frühstücksflocken sind. Ich würde mich freuen, dort etwas von euch zu lesen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, macht's gut und tschüss.